Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Ich freue mich natürlich, dass ihr am Start seid und heute gibt es wieder brandneues. Und zwar vom PBE, denn es gibt einen neuen Champion. Tatsächlich, ja. Aphelios wurde ja gerade quasi fast erst angekündigt und schon gibt es Set. Sieht ein bisschen aus wie so ein One-Piece-Charakter, wenn wir ehrlich sind. So ein Anime-One-Piece-Charakter, hat Katzenohren. Also ich weiß nicht, ob man Vastaya ist, ich gehe einfach mal davon aus. So eine Mischung aus irgendeinem Tier und einem Mensch, das sind ja die Vastaya. Sieht auch so ein bisschen, irgendwie erinnert er mich an Don Quixote. Na, so ein bisschen. Ja, dieser Champion ist ein Prügelchamp, ein Bruiser, ein Juggernaut, sowas wie Bruiser eher, nee, also ja, schon Bruiser, aber eher Juggernaut. Juggernaut, Bruiser muss man ja auch nochmal unterscheiden. Er ist sowas wie Darius und Garen, so eine Richtung. Sehr gut zu vergleichen. Seine Passive. Er hat zwei Fäuste und er schlägt immer abwechselnd. Er fängt immer mit der linken an, die macht ganz normalen Schaden. Und die rechte macht dann mehr Damage und kommt auch sehr fix hinterher. Dann hat er seine Q. Da dasht er ein bisschen. Ich muss mal kurz den Greenscreen ein bisschen Auge machen. Ich glaube, ja, so ganz geil ist es nicht, ne? Bei seiner Q dasht er auf den Gegner zu. Ja, ich weiß nicht. Okay, das muss reichen. Bei der Q dasht er auf den Gegner. Also, er dasht nicht auf den Gegner zu, er läuft schnell auf den Gegner zu. So wie bei Volibear, aber nur, wenn er auf den Gegner zuläuft. Wenn er vom Gegner wegläuft, nicht. Macht mit seinen ersten zwei Attacken mehr Schaden. Davon auch Target Maximum Life Damage. Wir spielen jetzt gegen Quinn und Leute, ich muss euch sagen, das ist wahrscheinlich das schlechteste Matchup, was wir je haben hätten kriegen können. Was können wir machen? Wir können mal. Ja, ich weiß nicht, ob wir mit der Q an sie rankommen. Actually nicht. Wir können es probieren. Deswegen habe ich auch Doran Shield angefangen. Das heißt, wenn sie uns. Jetzt machen wir die Q an. Und laufen und laufen und laufen. Komm. Also ihr seht, Gap Cloud, das ist mein bester Gap Cloud. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Also, ihr könnt, also, ne, Gap Closen ist absolut nicht die Stärke dieses Champions. Aber er kann prügeln, das heißt immer zack, zack, ne, der zweite Schlag prügelt immer ein bisschen besser rein. Wir versuchen einfach mal so ein bisschen zu überleben und später was zu machen. Die W. Ne, machen wir erst die E. Die E ist ein Ranziehen, das heißt, er zieht links und rechts von sich Gegner ran und slowt sie, so ein bisschen wie der Darius Pull. Wenn jeweils links und rechts ein Gegner ist, dabei zählen auch Minions, dann werden die quasi mit den Köpfen gegeneinander, so wie die Bud Spencer so ein bisschen, und dann werden die gestunt. Das ist ganz cool. Zack. Zack, das heißt, wir skillen das jetzt mal, weil, ne, wir müssen ja irgendwie gucken, dass sie an uns rankommt. Vielleicht, wenn sie mal zu nah am Tower ist, Leute. Na, dann wenn sie einen Fehler macht. Allerdings kann sie dann direkt wieder wegspringen. Also, es ist wirklich harsch, dieses Matchup. Es ist das schlechteste Matchup wahrscheinlich. Aber wir kriegen's hin. Wir versuchen's. Wir tryharden's. Und jetzt haben wir unsere W. Unsere W ist ein Ultra-Punch. In der Mitte macht er True Damage, am Rand Normal Damage. Und der lädt sich auf. Wir haben nämlich unseren Passive-Balken. Je mehr Damage wir bekommen, umso mehr lädt er sich auf. Der kann sich aber im Kampf auch direkt wieder entladen. Also, das ist ein bisschen schwierig. Komm, nice. Okay, so, jetzt machen wir mal was, Leute. Wir machen jetzt was. Wir ziehen die jetzt gleich. Die denken nämlich, ich farm nur. Und dann gleich ziehen wir sie ran. Vielleicht, wenn wir sie nochmal ein bisschen zum Turm lassen. Das heißt, den W müssen wir sehr, sehr spät machen. Dann werden wir richtig viel Damage bekommen haben. Außerdem kriegen wir auch ein Schild. Und das Ganze kann scalen, und zwar mit 50% unserer Max-HP. Das heißt, wir sollten schon tanky gehen, aber so Bruiser-Tanky-mäßig. So, Klatsch. Oh Gott, nice, den kriegen wir. Das Schöne ist, der zweite Schlag kommt immer direkt hinterher. Und dieser Champion hat auch Sustain. Das heißt, wir haben eine Passive auf der Passive. Und zwar bekommen wir, abhängig davon, wie viel Missing Health wir haben, kriegen wir zusätzlich Regeneration. So, lasst uns was probieren. Kommt, Leute. Jetzt hat sie das E raus. Komm, komm noch ein Stück. Komm noch ein Stück her. Sie muss ein bisschen. Ja, sie so richtig. Das hat nicht so viel Range, ist das Problem. Naja, wir müssen noch so ein bisschen. Bisschen mit Spiel. Ich meine, es kostet kein Mana. Wir können einfach mal so machen. Ne, hat jetzt nicht geklappt. Mein Gott, kostet aber alles. Wir haben kein Mana. Ne, so ein riesiges Problem ist nicht. Wir können eigentlich unsere Spells spammen. Können eigentlich das hier machen. Turbo Punch. Bang. Ne, macht aber nicht so viel Schaden. Also, oh, shit. Das ist übrigens der neue Jack-Skin, Leute. Es sind so Eisen-Samurai-Skins. Die sehen super krass aus. Außer für diesen Champion. Für diesen Champion sieht der Skin richtig scheiße aus. Richtig scheiße. Also richtig scheiße. Turbo Punch! Ne? Ist ganz nett, aber da muss man wirklich. Man braucht wirklich diese Wutbar. Ne? Man sieht ja, die lädt sich so ein bisschen auf die ganze Zeit. Lädt sich sehr schnell auch wieder ab. Ja, und wie gesagt, der Champ hat keine Mobility. Aber ich sag das jetzt nicht, weil ich mich darüber beschwere, sondern. Ja, das ist okay. Nee, nicht jeder Champion sollte Mobility haben, gerade auf so einem Juggernaut vielleicht. Aber es ist natürlich eine seiner Schwächen, muss man ganz klar sagen. So, die Frage ist, ob wir jetzt wirklich, was wir jetzt maxen. Vielleicht sollten wir Punkte in die W machen. Wir machen nochmal einen Punkt in die Q. Wir könnten, wir haben jetzt natürlich keinen Flash mehr. Da kommt ein Gank, weiß nicht, ob er sie slowen kann. Nee, okay, da kann ich nicht mehr machen.
Also die Q ist natürlich der stärkste Spell. Ich denke, die Q zu maxen macht Sinn, aber die W ist auch so ein bisschen Wave Clear. Und gerade jetzt, wo wir nicht an den Gegner rankommen, das macht mich schon ein bisschen traurig. Vielleicht brauchen wir ultraschnelle Boots, Leute. Wir brauchen Turbo-Boots. Ich meine, wie oft faced man eine Quinn auf der Top-Lane? Und Quinn ist immer eklig, egal mit gegen was man spielt, ne? Also, wenn du, keine Ahnung, Wukong willst, Riven, Quinn ist immer richtig nervig. Immer. Wir können sie halt niederpoken, indem wir einfach die ganze Zeit den Turbo-Punch machen. Vielleicht klappt das. Turbo-Punch! Kdusch! Na, können wir einfach ein bisschen poken. Ich habe auch Conqueror mitgenommen und so schön hier Lifesteal, weil wenn ich gegankt werde, ich glaube, die beste Chance ist, ja, beide einfach zu töten dann, oder? Einfach alle zu töten. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, aber wir regenerieren halt auch super viel AP. Plus 11,6, weil wir so wenig AP haben. Das ist schon krass, Leute. Muss man sagen. Das ist schon krass. Oh, wir haben unsere Ultimate, Leute. Unsere Ultimate ist ein super Turbo Barrel Ultra Roll. Das machen wir jetzt, Leute. Wir warten noch auf unsere W. Man macht Point and Click, hat sehr nahkampflastig. Man nimmt einen Gegner am Kopf, schleudert ihn durch die Luft, knallt ihn auf den Boden, macht turbomäßig Damage. Er müsste eigentlich sterben, wenn wir rankommen. Kommen wir ran, ist die Frage. Komm schon. Nice. Das ungefähr war's. Ist nett. War cool. Haben wir gemacht. Also, um die Ultimate zu erklären. Ist nahkampflastig. Ihr nehmt den, schleudert ihn ganz weit hoch und dann bringt ihr den bis hier irgendwo hin. Da klatscht ihr den auf den Boden und macht AOE-Damage mit dem. Und das Ganze wird increased, also der macht, es macht 200 Schaden und 40% von dem, der gegrabt wird, Bonus-Health. Das heißt, wenn ihr gegen Sugart spielt und ihn auf den Boden klatscht, dann macht das turbo viel Schaden an alle Gegner. Turbo viel. Also wirklich turbo viel. Ja, was müssen wir machen? Wir haben leider keinen. Wir machen mal einen Punkt in die W rein, dann krieg ich vielleicht mehr. Ja, ne, wir laufen jetzt einfach weg. Das ist unsere beste Möglichkeit. Einfach nur laufen. Wir können uns nochmal zur Not ein Schild geben, aber ich glaube, sie wird hier kein Auge machen. So, Items, also wie gesagt, ich glaube Black Cleaver, so wie Darius, Black Cleaver Trinity. Oder Black Cleaver, Spirit Visage, Titanic. Also Titanic könnte halt auch gut sein für Wave Clear, aber wir machen erstmal. Pass mal auf, wir machen jetzt mal Speed Sure, weil ich bin. Das fuckt mich ab. Eigentlich sollte ich Ninja-Tabis kaufen. Ja, komm, Leute, ich muss gegen die echten Ninja-Tabis kaufen. Alles andere wäre wirklich dumm. So, machen wir das. Teleportieren auch mal eben hier hin. Kaufen uns schnell noch ein Schwert und einen HP-Stein. Und jetzt geht's wieder los. Turbo-Punch! Also, der Champion ist sehr einfach zu spielen, tatsächlich. Man kann nicht großartig was verkacken. Die Skillshots sind sehr leicht. Kann ich den bitte haben? Dankeschön. Er ist sehr tanky, tatsächlich. Dadurch, also, was heißt tanky? Er heilt sich halt hier, ne? 0,5 additional health regen für alle 5% missing. Also, ne, ihr könnt das ja beobachten. Hier unten haben wir 5 und das geht bis 10, 11, 12 hoch. Und das scaled mit dem Level, also es wird mit der Zeit noch mehr werden. Das ist schon krass. So, wir gucken jetzt mal, dass wir an sie rankommen und sie fighten. Komm. Komm. Sibbel! Sikiro! Guck mal, jetzt haut sie halt und jetzt kommen wir da nicht hinterher, das nervt. Turbo Punch! Habe ich getroffen? Weiß man nicht. Glaube nicht. Ich habe diesen Champ schon im Jungle gespielt und ich glaube, im Jungle ist er echt nicht gut. Sein Wave Clear ist nicht gut. Vielleicht wäre die WMAX. Ich habe die Q gemaxt. Vielleicht mit WMAX könnte er cool sein. So, wir haben Ultimate. Ultimate! Kzing, kzing, kzing und kapra! Okay, schade. Wir haben sie nicht gekillt. Na, die W macht halt auch. Sie hat nicht getroffen. Sie springt halt immer vor mir weg. Das nervt schon. Aber vielleicht töten wir sie jetzt gleich einfach im Turm. Hat sie Lifesteal nicht so wirklich was? Ja, vielleicht können wir sie am Tower töten. Machen wir mal einen Punkt noch in die W rein. So, wir müssen, wir ziehen sie, wir diven sie jetzt. Was soll der Geiz? Zack! Mit einem Minion gestunt. Oh, und ja, komm! Okay, aber jetzt, wir gehen da jetzt dahin. Ja, okay, ja, Minions, schön. Minions OP. Minions OP. Ich hätte natürlich gerne ein normales Matchup gesehen. Aber ich finde, jetzt sehen wir sehr klar, also das ist wirklich sein Worst Matchup. Weil, okay, da kommt Jax. Wir haben aber noch W. Wir packen auch nochmal einen Punkt in die... Later! Wir packen noch einen Punkt in die Q rein. Packen noch einen Punkt in die Q rein. Gehen nochmal shoppen. Also ich glaube, gut, gegen welche Champs ist er gut? Gegen Nahkämpfer vor allem. Und vor allem gegen Tanks. Ich glaube, Tanks wird er komplett ficken. Weil er macht hier halt Bonus-Health-Damage. Und er macht auf seiner Q... prozentualen Damage. Nachher sind es 5% und das scaled sogar. Und der Champion macht mit seiner W halt True Damage. Das heißt, gegen Tanks, gegen Maokai, Malphite, Nautilus, dieses ganze Zeug, was manchmal Toplane gespielt wird. Aber auch, glaube ich, gegen andere Champs. Ich glaube auch generell so gegen Jax, Irelia. Generell gegen Nahkämpfer ist er, glaube ich, sehr, sehr stark und prügelt die Scheiße aus dir raus.
Später im Teamfight, ich glaube, gegen AD-Carries ist er unglaublich bad. Also gegen starke AD-Carries. Gegen eine Vayne zum Beispiel. Weil er kommt nicht ran. Das einzige Bett, was du hast, so, ist, dass du sagst, okay, du Flash Ultimate oder so. Ich finde, er ist sehr ähnlich zu Vi. Aber Vi kann zum Beispiel Q-Ultimate machen. Ich kann nur drauf zulaufen. Okay, das war relativ schnell tatsächlich. Und dann ziehen irgendwie. Und wenn das nicht klappt, dann klappt das nicht. Aber ich war echt relativ flott gerade. Machen wir nochmal. Machen wir nochmal. Warten aber eben unsere E ab. Dann wird sie aber direkt ihre E machen und dann, ja. Ich könnte vielleicht in dem Moment, wo sie ihre E macht, muss ich ulten. Das wäre perfekt. Mal gucken, ob das klappt. Drauf zugelaufen. Und, ja, okay, ne, das klappt nicht, aber, ja, harsch. Harsch, harsch, harsch. Brrr, genommen und auf den Boden geklatscht. Ich hoffe, rangezogen. Okay, nicht rangezogen. Jetzt müssen wir kurz überlegen. Das ist jetzt kurz problematisch. Turbo Slash. Okay, sie lebt noch. Sie lebt noch, sie lebt noch. Und ich habe auch keine Wut gehabt für den Turbo Slash. Wir machen hier einen Ward. Komm, bitte keine E. Schlag? Okay, cool. So, was machen wir mit ihm? Okay, er rennt legit runter. Er kriegt seinen Kill, ich krieg noch einen Assist. Oh, was ist denn hier? Rangezogen, Q gemacht. Wir bauen die Wut auf, Leute. Wir bauen die Wut richtig lange auf. Faith Punch! Ja, okay, es ist okay. Ich habe noch keine Punkte drin. Es ist okay. Kann man mitleben. Und es gibt ja auch ein riesiges Schild. Na, es ist ja auch es ist ja kein Ultimate. Aber es ist lustig. Komm, lass noch einen Punkt reinmachen. Jetzt will natürlich ja jeder sagen, yo, es ist Champ so broken, aber legit ist gerade jeder runtergerannt hier. Ach, das war Felius. Ich dachte, das wäre Jin. Das sah aus wie Jin für mich, ehrlich gesagt. Irgendwie sah das ein bisschen aus wie Jin. Aber ist okay. Ist okay. So, wir nehmen mal die hier noch mit. Ich schreibe mal den Boys, dass sie ein bisschen, ne, bisschen ruhiger, Jungs. Ne, nicht, dass die, ich will ja noch den Champion ein bisschen testen hier. Black Cleaver haben wir, glaube ich, fertig. Ich schreibe mal Intet mal ein bisschen rein. Ne, also wir müssen ja, ich muss ja auch den Champion ein bisschen testen können. Ne? Ja, gegen Quinn, ich meine, Quinn haben wir jetzt relativ zerprügelt. 0-3, das ist ganz gut. Jax könnte noch sehr stark werden. Und Darius ist halt nice. Ne? Darius 4-4, allerdings ist der Midlaner und der Botlaner halt am hinten. Nice, ja, so direkt gestorben, reingehintet. Das war wahrscheinlich nicht mal gewollt, aber man weiß es nicht. So, was können wir machen? Was können wir machen? Ich meine, im Prinzip, wir können jetzt mal gucken, wie schnell laufen wir auf den Gegner zu. Also, es ist schon flott. Ne, rangezogen. Oh, diesmal habe ich ihn sehr, sehr geil rangezogen. Und Karton. 125. Aber, ne, wie gesagt, ist auch nicht aufgeladen. Und jetzt wieder an. Laufen, 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 laufen. Ja, ich habe gleich einen Zier. Ah, okay. Ich muss den Zier genau dann machen, wenn sie. Okay, wir laufen jetzt nochmal. Wir haben auch Ult. Hurr, genommen und klatsch. Allerdings habe ich. Puff. Nee, das ist okay. Also das Laufen, das auf den Gegner zulaufen ist schon cool. Also man kommt an den Gegner ran, aber halt nicht raus. Wirst du gegankt, bist du tot. Was ich mir vorstellen kann mit diesem Champion ist halt, du hast sehr, sehr coole Möglichkeiten. Oh, das ist der Leona-Skin, Leute. Der sieht richtig cool aus, finde ich. Du hast halt sehr, sehr gute Möglichkeiten auf dem Insec. Das bedeutet, du könntest, also erstmal, wenn jemand dich gankt, könntest du ihn halt nehmen und zu deinem Tower hauen. So ein bisschen. Und, du könntest halt Insekten, ne? Flasht jemand hinter jemanden und ultet sie dann. Gankenmäßig weiß ich nicht, wie gut er ist, weil er hat nichts zum Ganken. Er kann so ein bisschen auf den Gegner zulaufen. Ja, ist jetzt nicht so krass. Es ist okay. Es ist okay. Es ist okay. Also, wie gesagt, ich kam im Jungle nicht so richtig klar. Und es würde auch Sinn machen, wenn er kein Jungler wäre, weil eigentlich sind alle Juggernauts richtig scheiße im Jungle. Garen ist scheiße im Jungle. Darius ist scheiße im Jungle. Okay, jetzt ist 1v9 Time. Sie ist Level 7. Also, ne? Komm. Okay, wir müssen direkt schon mal Stacks aufbauen. Am besten wäre, wenn ich jetzt beide zusammenklatsche. So. Okay, das hat überhaupt nicht geklappt. Das war in. Wir bauen unser Schild auf und jetzt Turbo-Schild. Schild ist riesig, aber ich habe keine Ultimate. Ich glaube. Laufen, 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 laufen. Komm schon. Und nochmal prügeln. Jetzt ist unsere Zeit. Wir können sie jetzt gleich nochmal ranziehen. Und rangezogen. Und Turbo-Smash. Ja, ich meine, ja, man muss ehrlich sein, ne? Die Leona ist Level 7 gewesen. Also, die sind halt hardly underlevel. Ist sie nicht hier oben gewesen? Noch? Okay, nee, die ist anscheinend weggekommen. Da am Turm ist sie. Okay, die wird jetzt. Oh, der jetzt wo? Aber ich glaube, so 1v2, 1v3, so Situationen könnte er wirklich machen. Sollen wir das hier annehmen? Ich werde diese Wahl annehmen. Ich nehme diese Wahl an. Ultimate auf den Boden gesmashed, ihn schnell rangezogen. Wir bauen das Schild auf und Schild-Smash. Und Q. Also ja, da haben wir gesehen. Und er ist nicht am Ende. Nicht komplett. Ich bin aber ein bisschen über. Ich war Level 11. Also das Schild, du musst es wirklich lange aufbauen. Dann ist das Schild super strong. Vor allem, wenn man halt jetzt, wenn wir jetzt Full Tank gehen. Das ist halt wirklich krass mit dem Schild.
Das Schild also nochmal kurz. 100% vom Damage, den wir bekommen, wird aufgeladen. Ja, komm ran. 100% vom Damage wird aufgeladen. Ja, komm, gib mir mehr Damage, ne? Okay, jetzt haben wir ein Problem. Oder? Ja, jetzt haben wir ein Problem. Okay, wir sind tot, ist nicht schlimm. Also, 100% wird aufgeladen. Und das kann bis zu 50% unserer Max Health sein. Das heißt, wir haben aktuell 1900 HP. Sagen wir 2K. Wir haben 2K HP. Und das Schild, so wie das steht, geht auf 998 hoch. Und da dieser Damage, wir haben, machen 160. Und ich weiß gar nicht, das Schild steht hier gar nicht, oder? Aber Place ist genauso hoch wie der Damage, der verursacht wird. 160 plus 25% plus 6%. Ich weiß nicht, wofür die 6% sind, aber 25% vom Schild gehen da rein, glaube ich. Ja, keine Ahnung. So, das heißt, eigentlich müsste ich jetzt ein Tank-Item kaufen. Wir kaufen jetzt mal Sterax einfach. Ich glaube, Sterax wäre so ein Item, was wirklich sehr, sehr gut passen könnte. Könnte ich mir actually vorstellen. Mit der Ultimate ist natürlich super schwierig, weil du müsstest jemanden grabben und den dann in das gegnerische Team, also da grabben und den da in das Team reinhauen. Damit kommt man vielleicht am AD Carry ran, aber ja, wir können jetzt hier, wir nehmen jetzt die Leona oder auch nicht die, von mir ist auch die. Klatschen mal hier so ein bisschen, ziehen nochmal ran, Turbo Punch. Okay, das hat nicht gereicht. Wir sind gestunt, guck, jetzt kommt unser Q, komm, Q. Laufen, 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 laufen. Ich könnte Flash W machen, aber das machen wir nicht. Wir könnten Flash E machen, aber das machen wir nicht. Wir laufen einfach. Wir sind der Läufer, Leute. Wir laufen einfach. Okay, das ist auch nicht schlecht. Da sehe ich mich. Und jetzt machen wir Flash E. Zang! Zangbowle. Okay, wir haben Damage und jetzt... Punch! Ne, das ist lustig. Das gefällt mir. Das ist cool. Das ist lustig. Das gefällt mir. War Teilzeit-Int, aber war cool. Das Schild ist halt wirklich, ne? Das Schild geht super schnell weg, Leute. Muss man dazu sagen. Es geht wirklich super schnell weg. Aber das Schild ist halt insane big. Vor allem, irgendwie hast du kein Counterplay. Du musst ihn eigentlich hart verprügeln. Aber je härter du ihn verprügelst, eigentlich darfst du ihn nicht hart verprügeln. Das ist der Deal. Du musst ihn langsam töten. Weil das Schild baut sich in Fight die ganze Zeit ab. Wenn du jetzt Damage bekommst, das hält 4 Sekunden. Ne, also, ne, wenn ich jetzt, guck mal, und jetzt kann ich Damage bekommen und das lädt sich trotzdem jetzt die ganze Zeit gleich wieder ab. Obwohl ich, also, ne, das lädt sich sofort runter. Nicht erst nach einer Zeit out of fight oder so, sondern... Den Damage, den man bekommt, geht nach 4 Sekunden weg. Das heißt, wenn du ihn nicht burstest, dann baut sich das Schild nicht so stark auf. Aber, Bruder, man muss immer bursten. So, ich glaube, wir haben ein Problem, weil Kiana Quinn kommt wieder. Quinn! Rawr! Und zusammengezogen. Nicht zusammengezogen. Und Schild, Schild, Schild. Gib mir noch Tang. Aber das geht auch sehr schnell wieder weg, das Schild. Nee, also das Schild baut sich schon schnell ab, Leute. Also es ist riesig, aber es baut sich schnell ab. Zur Ultimate. Bei der Ultimate, was mir aufgefallen ist, man kann, wenn hier einer ist, den Gegner hier nehmen. Also man kann über die Wall dashen und man kann den Gegner, wenn der Gegner hier ist, und den auch über die Wall drüber katapultieren. Beides geht. Selbst über die Wall dashen oder den Gegner über die Wall hauen. Man kann mit der Ult schon coole Sachen machen, glaube ich. Ich bin mir halt unsicher im Teamfight so. Also er könnte, er schon, er muss schon, wenn er Tanky ist, ist er, glaube ich, ekelhaft. Weil er stirbt nicht und er macht aber prügelmäßigen Damage. Ne, das hier macht mittlerweile, der zweite Schlag macht mittlerweile 100 Damage. 100 Damage macht der zweite Schlag. Wir können ja mal gucken, ob wir mal Darius fighten, Leute. Wir gehen mal Botlane. Lass mal Botlane gehen. Teleport habe ich auch noch nie benutzt in diesem Game. Zack, Teleport. Deswegen spiele ich auch nie mit Teleport, weil ich es einfach nie benutze. So, das ist Jax. Sieht irgendwie ein bisschen aus wie Yorick. Komm, den fighten wir. Wir haben Ultimate. Rangezogen, gestunt. Auto-Attack Q, klatsch, klatsch. Und jetzt machen wir das genau, wo wir gestunt werden. Wir haben unser Schild. Das kommt jetzt. 600 True Damage. Einfach in sein Gesicht. Das ist ja lustig. 600. Ich meine, es ist cool, weil es halt so ein Ultra-Punch ist. Aber es ist nicht mal die Ultimate. Einfach, das wird auf this spell auf jeden Fall getting genervt. This spell one-shots everyone in the world. Fast. Almost. Daily. Also, mit dem Spell komme ich nicht klar, weil, ne, ich denke immer, ich benutze ihn in die falsche Richtung. Einfach warten und dann ist volle Geraro. Und das ist ja so, du kriegst ein Schild und machst Schaden. So, du musst dich nicht entscheiden, so, was nimmst du so, sondern du machst einfach beides. So, let's go, ich bin unterwegs. Komm, Darius. Prügeln. Hier ziehen wir sie jetzt. Oh, das guck mal schon wieder, ne? Ich muss einfach nur auf den Gegner klicken. Ich weiß nicht, warum das so schwer ist für mein Gehirn.
Ich muss nur auf den Gegner klicken. So, lass uns mal Aphelios im Besuch abstatten. Guten Aphelios. Aphelios. Der war nämlich gerade hier oben. Vielleicht ist er noch da. Vielleicht ist er auch backgeportet. Da ist er. So, ich habe leider kein Ultimate. Ja, komm ran. Komm, okay, das hat nicht geklappt. Scheiße. Jetzt müssen wir kurz warten für einen Monat. Wir laden einfach unser Schild auf. Und Kartong. Oh, 474. Ist schon nett. Ist schon nett, Leute. So, Ultimate ist wieder ready. Sehr gut. Also, wenn man ihn jungelt, könnte ich mir vorstellen, dass man die WMAX. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man Titanic auf ihn sehr gut bauen könnte. Gibt HP, gibt Wave Clear. Ich glaube, Titanic ist sehr gut da. Titanic. Schmeitanic. So, kann ich hier kommen, Darius? Komm ran. Ultimate. Hurrkatzong. Rangezogen. Okay, jetzt bin ich, glaube ich, tot. Ja, okay, das war dumm. Lasst uns ehrlich sein, das war komplett dumm. Es war einfach komplett dumm. Und so, jetzt nochmal. Jetzt noch eine Titanic hinterher. Die hätte ich früher bauen müssen, glaube ich. Aber ich glaube, so ein Item-Build ist sein Way to go. Vielleicht nicht unbedingt Sterax, aber ist schon nicht schlecht auch. Ja, du bekommst dann nochmal ein Riesenschild, wenn du low bist. Stirbst einfach nicht. Lifesteal wäre vielleicht noch cool. Wobei wir ja Lifesteal hier drüber haben, ne? Über diesen Fähigkeit. Also es wird definitiv nicht mein Lieblings-Champ. Es ist ein sehr einfacher Champ, so wie alle Juggernauts. Er ist krass gankbar. Wenn du gegankt wirst, musst du beide Gegner töten. Du wirst nicht wegkommen. Darius hat es ein bisschen einfacher, weil er sich heilen kann und zweimal seine Ultimate benutzen kann. Ja, er müsste halt die Gegner so zusammenziehen, aber ich stelle mir das manchmal wirklich sehr schwer vor. Mit Minions, ja, aber zwei verschiedene Champs, sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Sehr, sehr schwer. So. Mittlerweile hat Quinn auch wieder ein paar Kills. So, wir gehen mal wieder Jackson-Besuch abstatten. Ich ulte immer ein bisschen zu früh, leider. Am besten wäre, wenn ich genau im Flug gestunt werde. Das wäre Pock. Ich muss aber sagen, sie fühlt sich halt wie Vayan, aber irgendwie. Oder eher wie Vay, aber irgendwie ist er zu ähnlich zu Vay. Also irgendwie auch nicht. Aber irgendwie auch schon. Ist er noch hier? Oh ja. Guten Tag. So, und jetzt ulten wir ihn. Über die Wand drüber. Und jetzt machen wir die E. Und. Oh, ich habe das nicht getroffen, Bruder, aber ich hatte eh nicht so viel Schild aufgeladen. Oh, jetzt ist Sterax auch gepockt gerade, ne? Das ist auch nicht schlecht. Also wir sind jetzt schon sehr tanky. Wir können das Schild jetzt auf 1400 aufbauen. 1400. Das schon krass. Das geht schon gut ab. Unsere Ultimate macht 426. Man kann vielleicht den Damage auch mehr auf AD bauen, aber ich glaube, so tanky ist er wirklich am besten. Weil... Erst der, ne, auch Darius ist tanky am besten. So ist der way to go. So ein Gank wäre natürlich krass. Wenn du hier gankst und den Gegner dann einfach in deine Lane reinböllerst, da könnte ich mir ihn als Jungler sehr gut vorstellen. So, wir ziehen ihn jetzt erstmal. Du ziehen wir jetzt. Ach, komm, gar nichts mehr. Können wir das Ding kaputt prügeln? Komm. Ja, okay, dann nicht. Ich glaube, hätten wir kaputt machen können. Ah, wobei, macht schon viel Schaden. Macht schon. Das Problem, was ich sehe, ist, wenn, du kannst halt nicht jemanden engagen so richtig. Nehmen wir an, hier ist ein Gegner out of position. Und ich flash ulti ihn, dann ist er hier hinten. Das sackt schon ein bisschen. Kutung! So, jetzt Prügel. Prügel 2, Prügel 3. Okay, der ist tot. Wir haben gleich wieder Ultimate. So richtig, also viele Autotext machen wir nicht schon. Ein paar. Aber ich meine, okay, es bietet sich gerade auch nicht so an, dass wir so diese Sustained Fights haben. Ich glaube, so ein längerer Fight könnte halt auch schon nett sein. Könnte. Er macht auf jeden Fall Spaß, der Champ. Ist cool. Ich weiß nicht, wie stark er actually wird. Ich glaube, im Pro-Play ist er zu durchschaubar. Ich glaube, wenn du weißt, wie du gegen diesen Champion spielen musst, ist er nicht so stark. Weil du kommst halt wirklich nicht an Gegner ran. Das ist einfach, er ist ein richtiges Kite-Opfer. Wenn du ihn so slowen kannst mit Ezreal oder so, kannst du mit diesem Champ überhaupt nichts machen. Legit. So, den ulten wir jetzt einfach mal. Nehmen ihn mit auf eine Tour. Bauen unser Schild auf. Jetzt stunnen wir die beiden. Komm, stun. Na, komm schon, stun. Na. Und... Oh, okay, scheiße. Da hat er mich geprankt. Ach, scheiße. Ich wollte das Schild die ganze Zeit aufbauen. Ich habe voll vergessen, dass es Darius ist. Okay, ich mach mal hier. Lass mal enden. Ich habe voll vergessen, dass es Darius ist, Alter. Ich wollte die ganze Zeit mein Schild aufbauen und ihm dann nochmal so einen Turbo-Schlag geben. Aber es war halt auch nicht so einfach aufzubauen, weil es die ganze Zeit weggegangen ist. Und das ist auch das Problem im Jungle. Du kriegst im Jungle halt kein Burst-Damage, sondern immer nur so bisschen. Du kriegst es nicht über 50%. Das geht nicht. Vielleicht gerade bei Vögeln nur auf 30%. 20, 30. Also, so, wir kaufen mal ein bisschen AD. Ach, das wollte ich gar nicht. Kann ich denn Titan? Ja, dann lassen wir es so. Passt.
passt. Okay, und die haben jetzt auch ordentlich reingeendet. Wir haben ein bisschen getestet den Champion. Klar, Late Game wäre noch immer schön zu testen, aber auf dem PBE ist immer alles sehr schwer zu testen. Lasst uns ehrlich sein. Also ja, ist ein netter Champion. Wird nicht einer sein, den ich so richtig viel spielen werde. Das nicht. Ich denke, wir getten uns mal mit Red Buff. Irgendwie sieht das so aus, als würde er rennen, aber überhaupt nicht vorankommen, oder? Irgendwie so als, so weiß ich nicht. Er läuft fast auf der Stelle gefühlt. So richtig, boah, ich bin so richtig am Sprinten. Und irgendwie, ja, also, okay, jetzt sind wir gerade in dieser Zone. Da müssen wir mal kurz raus. Ja, weiß nicht, irgendwie sieht das komisch aus. Aber okay, cool, ne, so, da ist Quinn. Ne, wir haben keine Chance, an so einen Champion ranzukommen. Keine, gar keine. Also klar, Q, aber... Da muss man so ein bisschen trusten. Darius kann wenigstens Flash E manchmal machen. Flash E ist cool. Wir können auch Flash E machen, aber unser Flash E ist halt irgendwie, glaube ich, deutlich schwächer als Darius Flash E, oder? Weiß ich nicht. So. Komm, jetzt die Quinn. Q an und los. Und los und los und los. Und jetzt macht sie Vogel. Vogel, 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 Vogel. Ja, scheiße. Ich meine, okay, sie ist auch Quinn, ne? Also, das ist ja nochmal eine Ausnahme. Komm, gettet sie. Wird die abgemountet? Nee, ich glaube nicht. Gettet sie! Los! Okay, forget it. Quinn kriegst du nicht. Kannst du nicht fangen. Kiadur! Ich find's halt krass, dass kein Teaser oder nix kam. Ne? Einfach zack, sofort der Champion da. Neuer Champion. Ja, moin. Es gibt auch übrigens neue Sandskins. Sand Guardian. Jenna, glaube ich. Rengar. Der Rengar-Skin sieht irgendwie komisch aus. Also mit Dekoma sehen komisch aus. Boah, ich weiß gar nicht. Können wir den... Sollen wir den mal bursten? Burst? Oh, hier kommt Leonak. Okay, perfekt. Jetzt ziehen wir beide ran. Zack. Habe ich sie? Nee. Leute, ich bin einfach die ganze Zeit gestunt, Bruder. Hua! Kapuff! So, jetzt... Ja, okay. Ja, ja, ja. Ich komme, ich komme, ich komme. Und zusammenziehen, zusammenziehen, zusammenziehen. So einen schönen Stun. Jetzt. Zack, doch. Schön gestunt. Turboschlag und Turboflash. Könnt ihr bitte sterben? Dankeschön. Merci. Okay, was ist das? Aphelius. Wir heilen uns aber. Guckt euch unsere Heilung an. 36,7, Leute. 95? Was? Woher kommt das gerade? 95? Woher kommt das? Ah, Red Buff. Weil ich... Aber meine Passive kickt da auch übel mit rein. Steht da irgendwo, wie viel das gibt? Weiß man nicht. Können wir den schaffen? Weiß ich nicht. Vielleicht. Ich glaube nicht. Wir müssen jetzt unser Schild machen gleich. Jetzt! Oh, ist schon stark, aber... Ah! Oh, okay, war aber knapp. War knapp so ein bisschen. So, okay. Titanic ist da. Ich hatte aber auch wirklich gar keine AP. Wie viel gibt denn die Passive mittlerweile? Pro 5% Missing Health 2 HP-Rack. Ist schon viel. Sehr viel. Schon sehr viel. Jetzt noch. Ja, ich weiß nicht. Split Visage ohne Heal macht, glaube ich, keinen Sinn, oder? Ich meine, der Rack wird ja auch erhöht, aber... Lohnt sich das dafür? Ja, ich meine, vielleicht schon. Ich habe das hier, ich habe das, ich habe Conqueror. Also ich glaube, Split Visage könnte sich echt lohnen. Weil ich glaube, seine Stärke ist, wenn der Kampf richtig lange geht und einfach nicht stirbt. Das ist seine Stärke. Vielleicht ein bisschen mehr CDR wäre auch cool. Ich glaube, ein Trinity könnte noch cool passen. Da können wir nämlich die Q. Die Q hat dann... Keine Ahnung, wie viel Cooldown hatten die dann? 3? Wollen wir jetzt nochmal 20% drauf machen? Ich weiß nicht, ich weiß halt nicht, wie viel Ursprungs-Cooldown die hatte. Aber, ne? Trinity könnte ich mir auch gut vorstellen. Wobei man seine Spells halt viel spammt. Das heißt, du machst Ultimate und dann meist sofort die E. Und auch eigentlich die Q. Du machst die Spells sehr zusammen. So Q, R, E. Und dann machst du immer ein Auto-Tag dazwischen. So, ich hab Teleport. Kann ich hier irgendwo porten? Oh ja, mitten rein. Cool. Leute, ich bin unterwegs. Komm schon! Q! Q, 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 ich bin schnell. Ich bin schnell. Guck mal, das hier ist mein Gap-Closer, Leute. Das ist mein Gap-Closer, aber... Ah, okay, hat Ghost. Okay, dann nehme ich den Boy. Komm, ran auf den Meter. Ran auf den Meter. Komm ran jetzt. Da waren aber, glaube ich, noch mehr Gegner, oder? Oh, mehr. Leute? Okay, pass auf. Wir nehmen ihn in die Luft und zack, jetzt haben wir Damage an beiden gemacht. Klatschen die mal zusammen. Und jetzt wird geprügelt und jetzt kriegst du ein Turbo-Face. Pow! Das hat Turbo-prügelt. Komm ran. Okay, dann machen wir... Aber wir können, wenn jemand wegläuft, dann können wir da nichts machen. Das geht aber nicht. Geht aber nicht. Oh, ich habe sie gegrabt. No, jetzt hätte ich weh... Mann, ich warte mit der W immer zu lange. Ich bin manchmal leider dumm. Manchmal leider dumm. Okay, das Game geht jetzt halt noch super lange, obwohl wir schon auf, ne, aber... Oh Mann! Okay, lass, Leute, was, ganz ehrlich, okay. Unser Problem ist Movement. Was können, wie können wir es verbessern? Black Cleaver hilft uns schon. Item, was uns helfen könnte, wäre actually das hier.
Ich glaube, wir brauchen dieses Item. Gibt uns auch CDR, 10%. Klar, wir können kein Mana benutzen, das ist kacke, aber wir brauchen dieses Item. Oder Shurelias, Geister. Gibt's nicht hier Movement? Deadman's Plate könnte auch gut sein. Wobei da das Problem ist, also ja, Deadman's könnte auch gehen. Yomus. Ich glaube, Righteous Glory ist schon ziemlich gut. Und Deadman's, die beiden. Damit man einfach an die Gegner rankommt. Wir müssen jetzt auch mal ein bisschen teamfighten. Aber wir haben gesehen, mit der Ulti haben wir gerade Damage on beiden gemacht. Also, der Radius von, der Damage-Radius ist auch ungefähr dieser hier. Also ungefähr, ist schon ziemlich groß. So, wir stürmen auf die Gegner zu. 3300 AP. So, was können wir machen? Was können wir machen? Vielleicht können wir jetzt enden. Wir haben Baron. Also ein paar von uns. Eigentlich nur Diana, oder? Oh, Diana hat, glaube ich, auch einen neuen Skin. War das auch ein Mech-Skin oder ein Sandgarden? Ich glaube, Mech. So, jetzt ist natürlich das Problem. Also, engagen kann ich halt überhaupt nicht. Weil wenn ich jemanden engage, dann pau ich den halt da hinten irgendwo in den Nexus rein. Und da kann niemand den fight und ich bin instant tot. Okay, hier kommt ein engage. Das ist gar nicht so schlecht. Soll ich das engagen? Weiß ich nicht, Alter. Ich lauf einfach mal drauf zu. Und, ne, okay, da geht's nicht. Ich müsste halt jemanden ranziehen oder so. Hier, das ist perfekt. Und jetzt machen wir auch mal Ultimate. Man sieht einfach gar nicht, was passiert. Aber okay, alles ist tot. Perfekt. Turbo Punch. Na gut, alles klar. Das war einfach, was ist da passiert? War das ein Yasuo-Knockup? Ne, das war Diana into Yasuo. Pock. Ja, cool, das war's mit dem Champ. Ihr könnt mir ja übel gerne mal eure Meinung droppen, weil ich weiß gar nicht, was ich davon halte. Also ich weiß schon, was ich davon halten soll. Ist cool, ist jetzt nicht so exciting, so haut mich nicht komplett, aber ne, nicht jeder Champ muss ein Aphelios sein oder ne, so ein Yasuo. Also ist schon fein, gefällt mir. Ja, sagt mir eure Meinung. Vielen Dank fürs Zusehen, auf Wiedersehen und schönen Tag euch.